Die Fantastik Gartenschau Catering GmbH aus Leipzig wird zur Landesgartenschau 2012 in Löbau die Gastronomie betreiben. Das Leipziger Unternehmen bringt große Erfahrungen aus vorangegangenen Landesgartenschauen wie Oschatz oder Bingen mit. Unterstützt wird Fantastik durch die Bergquellbrauerei Löbau und die Oppacher Mineralquellen, die als starke Partner der Region gewonnen wurden. Es gibt in der Region meines Erachtens nach schon einige beeindruckende Unternehmen. Ja, mit dem Löbauer Bergquell möchte ich da gerne beginnen, weil das mich schon beeindruckt hat, was dort passiert ist die letzten Jahre und wie der Betrieb aufgebaut wurde und wie gut er auch wirtschaftlich offensichtlich darstellt und mit wie viel Equipment er beeindruckt und wie er die zweite Stelle in Deutschland erobert hat mit dem Schwarzbier, kann man eigentlich den Hut nur ziehen davor. Zum anderen natürlich mit Oppacher ein familiengeführtes Unternehmen, was auch Spaß macht, dort mit denen zusammenzuarbeiten. Aber es gibt auch die Fleischerei Richter und es gibt natürlich auch die Bäckerei Schwertner. Also wir haben sehr gute Gespräche mit denen geführt. Gemüseproduzenten haben wir uns noch nicht entschieden. Und natürlich gibt es kein Freifahrtschein bei einer Gartenschau, wenn man sagt, man kommt aus der Region. Es muss trotzdem Preis und Leistung, Qualität, Liefermengen, Lieferbarkeit auch kurzfristig am Wochenende. Gerade Sonntag ist ja oft der größte Besucherandrang auf einer Gartenschau. Da muss man auch kurzfristig in der Lage sein, nachzuliefern. Aber ich glaube schon, dass die Unternehmen hier sehr adrenalinversorgt sind und möchten unbedingt die Gartenschau beliefern und geben sich dann auch wirklich große Mühe. Die Gespräche sind sehr kollegial gelaufen, also gibt es keine Frage. Hat Spaß gemacht, die ersten Anbahnungen, aber die Verträge sind noch nicht unterzeichnet. Man wird jetzt Produkte noch prüfen und Preise vereinbaren. Und wir sind aber guter Dinge, weil man muss das Geld nicht als Benzin auf der Straße lassen, wenn es hier um die Ecke produziert wird. Wird es denn Saisonarbeitskräfte aus der Oberlausitz geben? Es wird auf jeden Fall Saisonarbeitskräfte geben und auch da muss man dann beachten, dass letztendlich für ein halbes Jahr Leute eingestellt werden, die natürlich jetzt irgendwo ohne Arbeit sein müssen im Moment. Der Arbeitsmarkt ist ja in Deutschland Gott sei Dank sozusagen der freie Arbeitsmarkt, ist in einer etwas gespannteren Situation als noch vor Jahren. Das heißt, man findet nicht so einfach die Arbeitskräfte und schon auch nicht die Fachkräfte gleich gar nicht. Das heißt, sie müssen angelernt werden und kommen oft aus einer vielleicht sogar längeren Arbeitslosigkeit. Da muss man natürlich dann auch sagen, da muss die Region auch mal ein paar Tage Verständnis haben, dass jemand sich vielleicht auch wieder finden muss. Deswegen kann man nicht 100% der Menschen hier vor Ort einstellen, sondern man braucht einfach ein eingespieltes Team. Wir werden sicherlich 20 Leute ungefähr mitbringen und 60 Leute circa vor Ort einstellen, wo im Januar die Gespräche beginnen. Also wir werden die Akquise im Januar beginnen für die Leute. Teilweise dann auch Wohnungen suchen für die, die wir mitbringen. Also wir müssen auch Wohnungen anmieten, müssen dann das Schulungsprogramm durchziehen in Dresden und in Leipzig, wo wir die Leute schulen in festen Objekten. Das ist schon ein ganz schöner Umfang, bevor das dann hier steht. Und der erste Tag ist immer entscheidend. Es gibt da keinen zweiten Eindruck. Das muss funktionieren. Ne? Das ist nicht so einfach, wenn dann plötzlich 100 Leute knapp, die noch nie zusammen gearbeitet haben, wirklich unter scharf geschalteten Bedingungen, egal wie man die trainiert hat. Es ist ganz was anderes, wenn es losgeht und der Gast vor einem steht. Das ist jedes Mal wieder spannend. Viel Zeit bleibt nicht mehr. In 23 Wochen gilt es für das ambitionierte Catering-Unternehmen. Dann müssen die Leipziger und ihre Partner für 170 Tage kulinarisch zaubern und für das leibliche Wohl der Landesgartenschau-Besucher sorgen.